Hallo und willkommen zum 9. Türchen des Engel-Adventskalenders. Und auch heute ziehe ich wieder eine Engelkarte für uns alle und mir springt auch schon wieder eine in die Hände. Und wir haben hier die Mondzyklen. Erzengel Haniel, achte darauf, wie der Mond deine Energie und Manifestationen beeinflusst und mach das Beste aus diesen Zyklen. Ja, mit dem Mondzyklus zu arbeiten ist sehr spannend, ja, weil es uns Menschen in Einklang bringt mit dem Auf und Ab des Lebens. Und ja, mir ist diese Arbeit auch sehr, sehr wichtig und ich bin gerade selber am Überlegen, wie ich in meiner Arbeit als Kartenlegerin mit den Mondzyklen weiterarbeite. Und ja, vielleicht kennst du meine Mondzykluslegung und magst vielleicht auch mich mal ein bisschen ermutigen, wie ich damit weitermachen soll, was dir daran gefallen hat. Und diese Mondzykluslegung, Mondenergien gibt es auf meinem Zweitkanal. Ja, von dem her, Mondzyklen sind immer interessant, ja, auch wenn es nur um ganz einfache Dinge geht, wie Haare schneiden oder sowas. Und sie bringen uns einfach in Einklang mit dem Auf und Ab des Lebens. Ja, ihr Lieben, von dem her sind heute die Mondzyklen dran und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Botschaft des Engel-Adventskalenders. Alles Liebe! Und hier werfen wir noch einen kurzen Blick auf den kommenden Mondzyklus und der geht vom 13. Dezember 2023 bis 11. Januar 2024. Und so ein Mondzyklus beginnt immer mit dem Neumond. Geht über den zunehmenden Halbmond zum Vollmond, über den abnehmenden Halbmond wieder zum Neumond. Und ich gebe euch mal kurz die Daten hierzu. Wir haben hier am 13. Dezember den Neumond im Schützen, am 19. Dezember den zunehmenden Halbmond in den Fischen, am 27. Dezember den nächsten Vollmond im Krebs, am 4. Januar den abnehmenden Halbmond in der Waage und am 11. Januar den nächsten folgenden Neumond im Steinbock. Ja, und ich schaue mir das immer an, energetisch über die Karten und ich mache einmal im Monat diese Mondzykluslegung. Ich habe eine Weile versucht, das umzuziehen auf meinen Zweitkanal Chamatkar Meditationen und Lichtarbeit, was für mich nicht funktioniert hat. Das heißt, wie gehabt, gibt es diese Mondzykluslegung in Zukunft einmal im Monat über meinen Newsletter. Der Newsletter ist kostenlos, da kannst du dich eintragen auf meiner Website und ja, der nächste Neumond ist am 13.12. Wir haben jetzt heute den 9. Dezember. Ich denke, ich werde den so am 11. oder 12. losschicken, wahrscheinlich am 11. Von dem her, wenn du dich heute oder morgen für den Newsletter einträgst auf meiner Website, bekommst du einmal im Monat kostenlos eine E-Mail mit Informationen zum Mondzyklus und eben diesem Video dabei, dieser Mondzykluslegung, alles kostenlos und die Meditationen zu den Vollmonden und was ich vielleicht auch noch weiterhin machen werde in Bezug auf den Mondzyklus, das findet dann auf meinem Zweitkanal statt, weil ich gerne die Meditationen vom Tarot getrennt haben möchte. Ja, von dem her, ich freue mich, wenn du dabei bist. Wie gesagt, den Link dazu, den poste ich auch nochmal unter das Video. Alles Liebe!